Das sieht aus wie unser Anfang. Aber es ist in Wirklichkeit ein Traum. Wo bin ich hier? In einem Schlafzimmer. Und hier gibt es 6 Luten, dann gehen wir mal raus. Oh, da warten aber eine ganze Menge draußen. Eieieiei. Scheiße, da sind auch eine ganze Menge gestorben, wenn die aus unserem Kreise kommen. Benetze meine Lippen mit einem weiteren Horn, Bruder. Achso, mit Alkohol. Ne, dann nicht. Da ist die andere, die aufgespießt wurde. Eivor, Tyr sagte, dass du kommst. Willkommen. Bist du Valkas Mutter? Svala? Du hast ein gutes Auge, Wolfsmal. Nach all der Zeit, Eivor, sind wir endlich da. Nun erhebe dein Horn mit Freya und singe ein Lied vom Sieg. Sigurd, was geschieht hier? Dein Arm ist wieder da und deine Lebensfreude. Ewiger Ruhm, Eivor. Hier speisen wir in der Halle der Gefallenen. Endlich! Oh, ich möchte vor Freude schreien. Das ist alles so wundervoll. Deine Visionen, sie waren wahr. Das Schlachtwort ertönt! Komm, Tür! Auf zur Schlacht! Kämpfe mit uns! Los, Eivor. Genieße den Kampf. Du hast dir deinen Platz hier verdient. Welchen Kampf? Gegen wen? Eivor! 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 Wie schön! Da wurde wieder nicht gegeizt mit den Lichteffekten. Warte mal, wieso kämpfen die gegeneinander? Da ist so das Ziel des in jedem Spiel. Einfach so stark zu sein, dass man einfach alle wegnimmt. Machen wir einfach. Pock. Wie sie einfach zerfetzt. Pock. Pock. Die Zeit ist um. Aber wieso kämpfen die gegeneinander? Pock. Pock. Soll ich die eigentlich alle umbringen? Nein, das will ich glaube ich nicht. Ich bin ein bisschen zu stark dafür. Am Ende landest du, endest du so. Komm und kämpfe! Hoppala, hier ist ein Kopf gelandet. Sigurd, dieser Ort ist unglaublich. Genug des Geplänkels. Lass uns gegeneinander kämpfen. Der Kampf, der schon lange aussteht. Oh nein. Halt dich nicht zurück. Hier müssen wir nichts fürchten. Das stimmt auf der. Ja, kann man so sagen. Vergieße das ewige Blut, Valhall. Alter, der hält ja überhaupt nichts aus der Lappen. Ich weiß ja nicht. Du wirst noch vor Ende das wird mir ein bisschen. Das ist ein bisschen zu einfach. Oh, da ist der Abend wieder ab. Keine Sorge, Eivor. Hier verdienen wir uns keine Narben, nur Kampferfahrung. Es ist zu Ende. Wenn die jetzt wieder draußen sind, in der wirklichen Welt. Wie sinnlos war das denn bitte? Nee, hä? Neuer Tag? Soll ich das jetzt so lange machen, bis ich verliere, oder wie? Da
Das sieht aus wie eine Falle. Oh Gott, lauf bitte schneller. Und wow, dein Arm ist wieder da. Krass. Wo bin ich überhaupt hin? Ah, da hinten, das sieht gut aus. Ich würde gerne ein bisschen schneller laufen. Wir sind stolz, dir zu dienen, Navi. Wer läuft denn da hinter mir? Ah, schon wieder die Alkohol-Tussi. Oh, er guckt aber ein bisschen böse. Sigurd, dein Arm ist nachgewachsen. Er war nie weg, Eivor. Nicht wirklich. Ja, doch schon. Nichts hier ist von Bestand, weißt du nicht mehr? Nichts außer dem Mut und dem Ruf der Krieger. Sind wir hier unsterblich? Lass es uns gemeinsam herausfinden. Nein. Ein neuer Tag? Ein neuer Tag, eine neue Schlacht. Yay! Komm, diesmal bringe ich alle um. Oh Gott. Muss ich das jetzt eine bestimmte Anzahl an Malen machen? Oder muss ich irgendwas Bestimmtes schaffen? Die hinter mir sind einfach despawned. Hier kann ich wieder angreifen. Komm, dann. Dann, ne? Natürlich, natürlich. Spiel, du gönnst mir überhaupt nichts. Überhaupt nichts gönnt es mir. Habe ich noch einen Pfeilbogen? Ja. Schade. Aber schon ein bisschen Befriedigung pur. Was hat er denn hier schon wieder rum? Jetzt hat, wieso hat er jetzt schon den Arm verloren? Was ist das für ein Lappen? Bis ins Mark getroffen. Wieder hast du deinen Arm verloren. Und wieder wird er zurückkehren. Vater, bist du es? Es passiert auf jeden Fall, ohne dass ich was tue, immer wieder was anderes. Das ist doch schon mal was Gutes. Und wie es auch immer so sein soll, ne? Alle guten Dinge sind drei. Deswegen wird jetzt wahrscheinlich die letzte Phase eintreten. Und dann wird irgendetwas anderes passieren. Das war doch unmöglich, mein Vater. Doch, weil du träumst. Das hier ist nicht die Realität. Havi kehrt zurück, um uns zum Sieg zu führen. Wir stecken in der Traumwelt von der Tussi, die vor uns beiden an dem Ding hing. Nimm dein Horn. Fall ein in den Kriegsjubel. Skalde des Kriegs und der Verse. Wie gefällt dir das Getümmel bisher? Es ist wirklich einzigartig. Hebe dein Horn, Eivor. Was hält dich zurück? Mein Vater, Varin. Hast du ihn in dieser Halle gesehen? Nein. Sollte er hier sein? Möglich. Nein, er starb als Feigling. Doch bei Odins Auge. Ich schwöre, ich habe ihn gesehen. Vergiss deine Sorgen in Valhall. Such nicht weiter. Wir haben verdient zu feiern. Wir sind angekommen. Vor allem als Feigling. Der Vater wollte einfach nicht, dass seine Eltern, seine Frau und sein Kind umgebracht wird. Dass natürlich, dass er trotzdem passiert ist, ist natürlich eine andere Sache. Komm und zeig dich. Große Krieger, habt ihr Varin gesehen? Wen? Varin, mein Vater. Varin? Vater! Wieso rufen die mich eigentlich die ganze Zeit? Lass die uns alle umblingen. Alter, wie Sigurd da einfach durchrennt. War das überhaupt Sigurd? Mit seinem grünen Schwirr. Verdammt. Wo ist der? Da nicht. Wahrscheinlich irgendwo da hinten. Der ich einmal komplett durchlaufen muss. Absolut so ein geheimer Erfolg gibt, wenn ich einfach mal alle wegklatsche.
Jetzt stirbst du. Ich weiß gar nicht, sind das hier überhaupt Feinde, die ich da wegmetze? Werden zwar jetzt Feinde angezeigt, aber. Auf der anderen Seite ist auch immer nur die eine Seite als Feind angezeigt. Aber wenn ich den einen wegklatsche, wird der andere auch zum Feind. Geh mal weg. Aber auf der anderen Seite werden die auch als Feinde angezeigt. Er hat schon wieder den Arm verloren. Was ist das hier eigentlich für ein Laden? Ich metze mal hier alle weg. Ich will mal gucken, was passiert. Das ist so dumm. La 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 la. Wobei die respawnen wahrscheinlich. Im Sinne einer Menge, will ich das wirklich machen? Was eigentlich, wenn ich das hier mache? Da haben die alle ein paar Köpfe verloren. Pock, pock, pock. Pock, pock. Ich weiß ja nicht, das ist irgendwie die Scheiße, wenn man so stark ist. Jetzt wird richtig gekämpft. Sind die respawned eigentlich? Nee, sind immer noch alle tot. Sind alle immer noch tot. Komm, das, den Versuch bin ich mir. Muss ich aber ein bisschen schneller unterwegs sein, nicht hier so rumeiern. Ich hoffe nur, dass ich nicht versehentlich den Typen da trigger, wenn ich zu nah rangehe. Ah, sollte aber gut machbar sein. Vor allem, weil ich ihn ansprechen soll. Obwohl, hier unten habe ich doch eigentlich schon weggeklatscht. So, jetzt mal hier ein bisschen zacki-zacki machen. Hat sich einer im Busch versteckt. Wo? Ah, da hinten ist jetzt auch wieder einer. Nee, die respawnen. Die respawnen. Da ist auch wieder welche. Nee. Oh, der ist ja schade. Kein Erfolgspunkt. Oh, die sind gerade durch den Respawn wieder gestorben. Ich werde wahrscheinlich mal den Vater sowieso erst wiedersehen. Wenn ich ihn nochmal verliere, schlage ich jemanden damit tot. Tut diese Verwundungen nicht leid? Niemals. Man kann ja auch einfach aufhören, scheiße zu sein. Dann verliert Warte. Er auch nicht den rechten Arm. Vater. Oh. Was ist ihr gerade aufgefallen? Das Auge ist wieder da. Magie! Eivor, du hast Besuch. Hm? Kannst du nicht anklopfen? Unsinn. Hier ist jemand für dich. Sieh nur. Meine Eivor, du bist es. Und was für eine Kriegerin aus dir geworden ist. Wer ist das? Ich platze förmlich vor Stolz. Wie bist du hierher gekommen? Erinnerst du dich nicht an unsere große Schlacht? Erinnerst du dich, dass wir Seite an Seite kämpften mit deiner Mutter und Sigurd und den Clans? Wir haben gekämpft. Du nicht, Vater. Du starbst als Feigling. Eivor, freu dich doch. Dein Vater ist zurückgekehrt. Irgendwas stimmt da nicht.
Hast du etwa deine Lust am Leben verloren? Das war nicht mein Vater. Das war eine Lüge. Das war keine Lüge, sondern mein Geschenk an dich. Ich habe Macht hier und kann tun, was mir beliebt. Du wolltest deinen Vater sehen und ich machte es möglich. So einfach ist das. Laut Odins Gesetzen gehört mein Vater nicht an diesen Ort. Ich will ihn nicht sehen, wo er nicht sein sollte. Dein Vater tat, was er konnte, um dich zu retten. Er starb, um dich zu schützen und seinen Clan. Nein. Er... Das ist das Ende unserer Reise, Eivor. Das ist Valhall. Das sind die goldenen Felder. Und jetzt komm, die Schlacht wartet. Nein, das sind die ganz sicher nicht. Vor allem, was ist das hier für ein Kack? Wie ist all das möglich? Haus, das ist riesig. Nur ein Eingang. Und er führt in mein Schlafzimmer. Was soll denn das heißen? Das ist möglich mit dem grünen Leuchteding, das da oben ist. Ja, wer bist denn du? So, machen wir mal kurz ein ernstes Wörtchen. Vor allem, das wird doch auch irgendwann langweilig, jedes Mal das Gleiche mal zu machen. Vor allem jedes Mal den rechten Arm zu verlieren. Ha, Sigurd, du Lappen. Wie gelangen die Gefallenen hierher? Da musst du eine Valkyria fragen. Nein, das glaube ich nicht. Hier stimmt etwas nicht. Verzweifle nicht, Eivor. Sieh nur, deine Freunde sind hier. Alle, die du dir wünschen könntest, sind an deiner Seite. Ja, das heißt ja, dass sie ein Tod wären. Sie sind nicht echt. Dieser Ort kann sein, was immer du dir wünschst, Eivor. Ich will ihn nicht. Jedenfalls nicht so. Du hättest also lieber einen leeren Tod? All die Erregung hier ist Illusion. Lieber krächze ich wie ein Rabe, als ein verlogenes Lied zu singen. Illusion hin oder her. Hier gibt es keinen Tod. Keinen Schmerz. Keinen Verlust. Keinen Verrat. Nicht wieder draußen. Willst du das? In einer Lüge leben? Ich bin eine alte Frau in einem gebrochenen Körper. Ich habe nur ein kurzes Leben vor mir. Also sagte ich meiner Valka lebewohl und kam hierher. Ich wünsche dir alles Gute, Svala. Doch das hier ist nichts für mich. Ich muss Sigurd finden. Schon wieder. Aber wir können sie auch einfach wegklatschen und dann ist alles vorbei. Naja gut, dann gehen wir mal weiter. Lass mich raten, er ist wieder in der Mitte und hat wieder seinen beschissenen Arm verloren. Verpisst euch mal. Pock, pock. Ja, Zufall aber auch, er ist schon wieder in der Mitte. Und hat seinen Arm verloren. Der Arm, immer der verfluchte Arm. Sigurd, das ist nur ein Trugbild, ein Streich. Komm mit mir zurück nach Englerland. Unsere Leute brauchen uns. Verrat. Nein, in dieser Welt bin ich ein Niemand. Doch hier bin ich jemand. Mächtig, fähig, ein Gott. Hier lebe ich für immer. Hier kann ich nicht sterben. Kühe sterben, Familien sterben. Du musst sterben. Das Einzige, das nie stirbt, ist die Erinnerung an den Ruhm der Gefallenen. Hier drin besitzt du keinen Ruhm. Doch da draußen ist es noch nicht zu spät.
Jeden Tag derselbe leere Krieg. Derselbe sinnlose Sieg. Vergossenes Blut, das nach Wasser schmeckt und nach Gras riecht. Du kennst die wahre Schlacht. Echten Ruhm. Hier findest du nichts davon. Das weißt du doch, Bruder. Komm, es wird Zeit zu gehen. Ist es mein Schicksal, dir überall hin zu folgen? Bis an mein Ende? Na schön. Gehen wir. Nein, du bleibst. Ich erlaube dir nicht zu gehen. Das kam unerwartet. Ah, was hat denn der Schlinge jetzt mit uns vor? Ich hoffe, nichts Schlimmes. Warum willst du gehen, nachdem du so hart dafür gekämpft hast? Komm mit mir. Es ist mir eine Ehre, neben dir zu gehen, Eivor. Bis ans Ende aller Zeiten werden Krieger... Ich will aber nicht mit dir agieren. Wieso habe ich jetzt eigentlich was anderes an? Habe ich mich extra umdesignt und dann kriege ich hier wieder was anderes in die Fresse geklatscht. Gut, sieht jetzt nicht schlecht aus, aber ich fand das davor schöner. Du trägst das Wolfsmal. Du standest am Rande des Todes und kämpftest dich zurück. Okay. Du hast genug Rabenwein im Kampf vergossen, um ganze Königreiche rot zu färben. True, das stimmt. Du hast Könige getötet und Könige gekrönt. Du hast dich niemandem gebeugt. Aber am Ende waren es alles Lappen. Du warst standhaft, wo dein Bruder ins Straucheln geriet. Und doch hast du ihm geholfen. Ja, mal hier, mal dort. In deinem kurzen Leben hast du viele große Gegner gefällt. Du hast dir deinen Platz hier verdient, Eivor. Ergreife ihn. Ich will aber nicht. Ich habe auch eine andere Frisur. Könnte aber... Geh zur Seite. Und auch ein anderes Tattoo. Die Tattoos sind weg. Ich habe dir alles gegeben, was du wolltest. Alles, was du gebraucht hast. Ich verdanke dir gar nichts. Das war ich allein. Ich habe dir den Weg bereitet. Deine Axt geführt. Du warst eine Fliege in meinem Ohr. Du wagst es, mich zu leugnen. Alles, woran du glaubst, steht hier vor dir. Doch zweifelst du? Du zweifelst an den Göttern. Toll. Kämpfe. Mach dich nicht kleiner, als du bist. Alles ist nicht als ein Traum. Nichts als ein Traum. Ein Traum ist so wahr wie alles andere. Ich kann ihm keinen Schaden machen und er one-shottet mich fast. Lehren träumen uns nicht das Fürchten. Treiben. Träume uns nicht zu größtem Ruhm. Dann habe ich genug. Wie soll ich das denn bitte schaffen? Ich versuche es. Oh, ich halte mehr aus. Und da ist jetzt eine Tür. Ja. Gibt mir die Möglichkeit, dass ich abhauen kann. Sehr interessant.
Schicksal. Schicksal nennt er das. Okay. Soll ich einfach nochmal versuchen? Bam, bam, bam. Ich versuch's einfach nochmal. Ah, okay, und der portet sich dann da wieder hinten hin. Kämpfe auf meinen Befehl. Hab. Oh. Verpiss dich. Soll ich jetzt warten, bis er mich endlich getötet hat, oder wie? Vielleicht ist auch sein Plan, mich immer weiter von ihm wegzu. Ich würde schon gerne wissen, wie viel Leben er hat. Ich versuche mich einfach jetzt mal töten zu lassen. Odin denkt deine Axt. Hä? Soll ich etwa meine Axt wechseln? Nee, kann ich ja nicht. Aber ich kann sie ablegen. Ja, Genius. Ergreife deine Axt. Schwing. Ergreife deine Axt. Feigling unter Feiglingen. Oh. Immanderwurm! Tritt vor und stell dich, du törichter Troll! Nein. Jetzt. Ah, nee. Hä? War da nicht eben noch jemand bei ihm? Er ist auf jeden Fall safe. Nein, er wirft die Axt. Wenn du jetzt gehst, bleibst du ein Niemand. Durch mich bist du weise, ruhmreich, mächtig. Brauche ich nicht. Was mehr kannst du wollen? Familie. Was will man mehr? Alles andere. Wenn das jetzt das Ende war, würde ich sagen, war das ein gutes Ende.